Leute, hallo zusammen zur zweitletzten Folge aus unserer Ferrari-Karriere in F1 2018. Heute zum Grande Halbfinale, wenn man so will, und zwar in Brasilien. Der große Preis von Interlagos gegen diesen Herrn. Es wird ernst. 7 Punkte ist der Rückstand in der WM und es ist noch alles möglich, obwohl wir zu keinem Zeitpunkt der WM in dieser Saison die Führung hatten in der Weltmeisterschaft. Aber wir können Lewis Hamilton schlagen und wir gehen auch direkt rein ins Halbfinale mit unserer Qualifying-Runde. Los geht's. Leute, wir gehen auf unsere letzte Runde. Der letzte Versuch auf einer schnellen Hotlap im Qualifying. Aktuell stehen wir nur auf Platz 5. Und scheinbar ist der Ferrari hier auf der Strecke doch nicht so gut wie gedacht. Vettel auch nur vierter Moment. Beide Red Bull waren bisher schneller. Sogar Daniel Ricciardo auf der 2. Lewis Hamilton hat aktuell die Pole. Und ich habe so das Gefühl, dass das eine harte Aufgabe wird, Lewis Hamilton in diesem Rennen zu besiegen und irgendwie den Titel zu holen. 2 Zehntel sind es nochmal, die wir kriegen. Also wir müssen zumindest Vettel schlagen. Denn Vettel, der muss uns irgendwie helfen im Rennen. Es gibt keine andere Möglichkeit. So, eine halbe Sekunde können wir noch irgendwie rausquetschen. Wenn die Runde perfekt wird, wenn wir sie perfekt treffen und nicht ausrutschen auf dem Curb. Nochmal Vollgas runter, sind noch 2 Kurven. Schnellster Sektor. Lewis Hamilton nochmal mit einer schnelleren Runde. 1,87. Was kriegen wir noch hin? Die ist besser, die ist deutlich besser. Das müsste die Pole sein. So langsam läuft es doch jetzt auch mal im Qualifying. 2 Zehntel schneller als Lewis Hamilton. Es war wichtig, dass der letzte Versuch auf jeden Fall gepasst hat, wenn die ersten beiden Runden schon nicht wirklich perfekt waren. Sebastian Vettel startet in dem Fall nur auf der 5. Ich hätte jetzt nicht unbedingt erwartet, dass wir Hamilton schlagen auf dem Versuch, aber es wird super schwierig im Rennen zu überstehen. Und wir brauchen irgendwie einen Vettel, der auf einer anderen Strategie ist, der vielleicht Hamilton blockieren kann in diesem Rennen. Wir werden sehen, was passiert. Es wird jetzt natürlich rechnerisch echt eine enge Geschichte. Ist auch ein Weg. Im Laufe der Jahre wurde aber dieses da ist auch ein Weg. Interlagos ziemlich häufig demonstriert. Es ist sehr dunkel hier in Brasilien. Vettel startet also doch etwas weiter vorne. Von der 4 geht es für ihn ins Rennen. Max Verstappen hat eine Strafe bekommen, startet von ganz hinten. Und Daniel Ricciardo startet auch 5 Plätze weiter hinten. So, und wir werden auf jeden Fall die 2-Stop, 2-mal die Supersoft und 1-mal die Medium-Reifen nehmen, so wie die Strategie hier vorgeschlagen wird, und hoffen, dass wir jetzt direkt am Start das Duell schon mal gewinnen können in der WM. Ich glaube, ich muss euch nicht vorrechnen, was passieren würde, wenn wir genau so ins Ziel kommen, vor Lewis Hamilton. Das würde Dramatik bedeuten fürs letzte Rennen. Ampel ist an, hier in Brasilien. Und rein geht's ins Rennen. Wir haben ausnahmsweise mal einen guten Start erwischt. Wir können direkt von der 1 hier ins Center S abbiegen. Let's go. Bottas hat Hamilton überholt. Hamilton kämpft gegen Bottas. Hamilton wieder vorbei. Vettel, der ist da auf der 4 und muss noch zuschauen. Und wir müssen natürlich jetzt hier versuchen, das Ding hier von der Spitze zu gewinnen. Das muss auf jeden Fall die Aufgabe sein. Hamilton kämpft gegen Bottas. Das ist natürlich jetzt super. Das ist jetzt perfekt. Wenn der eigene Teamkollege Hamilton da etwas in die Suppe spuckt, vielleicht ist das Bottas Rache. Und wir haben nur diesen einen Versuch, wo wir noch dieses Rennen irgendwie gewinnen müssen. Wir müssen es auf jeden Fall gewinnen, wenn wir hier noch eine Chance haben wollen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach wegballern. Wegballern von Hamilton. 1 Sekunde. Wir sind schon raus aus dem DRS. Wir sind in Runde 3 und immer noch auf dem Überholmodus. Aber wir kommen leider nicht weg. Wir kommen nicht ganz weg von Hamilton. Hamilton ist wieder deutlich näher gekommen. Also die Pace ist doch nicht so gut, wie ich dachte. Direkt im Rückspiegel. Kaum Druck. Kaum Druck macht er uns. Vettel, der muss da irgendwie an Bottas vorbeikommen. Das ist die einzige Hoffnung. Vettel muss an Bottas vorbei und dann Hamilton ärgern. Was anderes ist jetzt gerade irgendwie nicht in Sicht, was passieren könnte. Das Problem ist jetzt nur, dass wir halt kein DRS haben, wenn wir jetzt vor Hamilton cruisen. Und wenn sich Hamilton da weiter so dranhängt und wir nicht wirklich aus der Sekunde rauskommen, dann wird es ganz, ganz schwer. 1 Sekunde. Es ist ganz genau 1 Sekunde. Jetzt können wir vielleicht nochmal rausfahren. Und Bottas kämpft mit Hamilton. Hamilton, kommt Hamilton nochmal zurück? Ja. Aber wir sind wieder raus. Wir sind wieder raus aus dem DRS. Wo ist Vettel? Vettel kämpft da hinten
mit den drei mit. Der muss jetzt natürlich irgendwie an Bottas irgendwie vorbeikommen. Der muss mitmischen. Er muss uns da ein bisschen Schützenhilfe geben. Wir müssen mal jetzt das ERS wieder runterschalten. Sonst haben wir da echt keine Reserven mehr. Auch Sprit wird langsam knapp. Und das schon in Runde 4. Müssen wir echt jetzt auch langsam aufpassen. Und Bottas ist jetzt wieder vorbei. Also wenn die so weitermachen bei Mercedes, dann werden sie den Titel nicht bekommen. Also da muss bei Mercedes jetzt einfach die Teamorder her. Bottas ist aber im Moment der schnellere Fahrer, so wie es aussieht. 2,5 Sekunden sind es. Vettel direkt immer noch dahinter. So, und wir gehen jetzt demnächst schon rein an die Box. 30% haben wir. Wir haben einen guten Vorsprung jetzt rausgefahren. Und wenn wir jetzt nicht im Feld hängen, 2,5 Sekunden sind es auf Bottas, dann Vettel. Und Vettel geht in diesem Moment an Bottas vorbei. Es ist der absolute Wahnsinn. Ferrari ist zurück zum Ende der Saison mit hoffentlich voller Stärke mit beiden Fahrern. Wir biegen ab in die Box, haben ungefähr 2,5 Sekunden Vorsprung. So, jetzt dürfen wir es nur nicht versemmeln. Bitte, Crew, seid bereit. Wir sind natürlich jetzt wieder sehr früh in der Box, aber der Undercut, der muss richtig zünden. Dass da auf jeden Fall Vettel nicht irgendwie vor uns rauskommt. Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr dumm, wenn jetzt Vettel vor uns in die Box geht und dann vor uns wieder auf der Strecke wäre. Deswegen müssen wir es jetzt so machen. Wir fallen zurück auf Platz 8, haben nochmal die weiche Mischung drauf. So, ein Stop noch. So, wir fahren zurück hinter... Ist es Magnussen? Magnussen kommt, wir sind in einer guten Lücke rausgekommen. Magnussen direkt dahinter auf Platz 10. Wir haben etwas Platz, um jetzt gleich auf Sainz aufzuholen. So, Getriebe und Motorkomponenten sehen noch gut aus. Die werden wahrscheinlich das letzte Rennen auch noch gut überleben. Das heißt, perfekte Voraussetzung. Wenn wir jetzt relativ zügig an Sainz noch vorbeikommen. Und vor ihm ist nur noch ein Kandidat und dann wieder eine relativ große Lücke. Das heißt... Wahrscheinlich war das der ideale Zeitpunkt, um zu stoppen. Ich schätze mal, einen besseren Zeitpunkt hätte es nicht gegeben. Runde 10 wäre vielleicht schon etwas zu spät gewesen. So, an Sainz geht es jetzt nämlich gleich im Windschatten vorbei. Wahrscheinlich auch ohne DRS. Sainz mit den etwas härteren Reifen. So, wir gehen auf Fett. Und da können wir jetzt auf jeden Fall den Berg hoch über Startziel das DRS öffnen. Und wir gehen innen vorbei am Renault. Noch kein Boxenstopp. Ja, Jeff sagt, wir müssen jetzt langsam aufpassen mit Benzin. Das machen wir. Wir sparen noch, falls der Hamilton doch noch zurückkommt. Jetzt ist Vettel an der Box. Das heißt, an Vettel werden wir jetzt vorbeigehen. Wir machen nochmal fettes Benzingemisch rein. Und müssten jetzt im DRS auch von Gasly schon sein. Ja, DRS geht auf. Wo ist Vettel? Und ein Mercedes ist schon drin. Bottas ist drin. Bottas ist in der Box. Das heißt, Hamilton fährt etwas länger. Wo kommt Vettel da wieder raus? Vettel kommt da direkt hinter uns raus. Vettel war relativ schnell. Er war sehr, sehr schnell. Gasly verbremst sich. Und Vettel will da mitmischen. Junge, Vettel wird uns nicht gefährlich hier im Kampf. Um die WM. Wir müssen auf jeden Fall vor Vettel bleiben. Oh mein Gott, war das knapp. Also der Undercut, der hat jetzt nicht so gezündet, wie ich dachte. Vettel war sehr, sehr schnell auf der letzten Runde, die er gemacht hat vor seinem Boxenstopp. Jetzt wird's so interessant. Okay, das ist schon mal... Vettel kommt schon mal jetzt nicht direkt an Gasly vorbei. Dadurch wird uns Vettel jetzt nicht unbedingt so gefährlich. Vettel muss uns irgendwie helfen im Kampf gegen die beiden Mercedes. Aber die werden sich wahrscheinlich selber... irgendwie im Weg stehen. Das hoffen wir jetzt mal zumindest. Nochmal geht's raus. Schalten nochmal auf Überholen. Müssen maximal jetzt alles rausholen. Jetzt wird nämlich Hamilton in der Box sein. Schätze mal, dass Hamilton jetzt in die Box gehen sollte. Wo ist Hamilton? Da ist Hamilton! Da fährt Hamilton raus. Ricardo war auch in der Box. Das müsste deutlich reichen. Ja, das reicht, um auf jeden Fall vor Hamilton zu bleiben. Einmal zu arg auf den Curb gefahren. Da ist Hamilton. Wir haben einen riesen Vorsprung vor Hamilton jetzt. Vettel jetzt mit der schnellsten Runde. Ist jetzt direkt schon im DRS-Fenster drin. Er ist direkt am Heck. Junge, mach uns das Leben nicht auch schwer in der WM. Wir haben kein ERS mehr. Vettel kommt im Windschatten angeflogen. Junge, das müssen wir auch noch verteidigen gegen den Teamkollegen. Junge, der fährt einfach außenrum vorbei.
Vettel durch. Junge. Mach uns nicht die WM kaputt. Er macht das gleiche wie Bottas. Die beiden WM-Rivalen werden gerade einfach verspeist von den Teamkollegen. Bottas Vierter. Vettel auf der 2. Es wäre jetzt nicht so dramatisch, aber wir müssen halt eigentlich mindestens 7 Punkte gut machen. Und es wird schwierig, wenn uns Vettel da im Weg steht. Hamilton aktuell auf der 4. Jetzt müsste eigentlich dann bald der Letzte noch in die Box gehen. Es ist ein Racing Point, der noch nicht in der Box war. So, der erst geht auf gegen Vettel. Aber kriegen wir das mit? Sehr, sehr wenig ERS-Power. Ne, schaffen wir nicht. Zumindest noch nicht gegen Vettel. Jetzt gehen wir wieder. Lance Stroll ist aus dem Rennen. Ein Ausfall. Vermutlich kein Safety Car. Bottas jetzt wieder auf der 3. Wir müssen irgendwie ERS sparen hinter Vettel. Wir gehen mal kurz auf niedrig. Wir haben kaum mehr Sprit. Wir müssen jetzt wahrscheinlich ein paar Runden jetzt hinter Vettel verbringen. Gucken, dass wir da dranbleiben. Dran kleben bleiben im DRS-Fenster in der 1 Sekunde. Aber Junge, Bottas hat 5 Sekunden Rückstand schon. Das ist heftig. Also die beiden Mercedes werden abgespeist von Ferrari in diesem Rennen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist gut fürs letzte Rennen. Gutes Zeichen. Vettel darf uns so nicht entkommen. Wir müssen uns jetzt gegenseitig hier wegziehen von den beiden Mercedes. Frage ist, lässt Bottas Hamilton doch noch irgendwie vorbei? Und kommen wir nochmal an Vettel vorbei? Nochmal geht's gleich rein ins DRS. Müssen etwas sparen, aber jetzt können wir vielleicht nochmal angreifen. Batterie ist wieder fast voll. DRS geht auf gegen Vettel. Kein Teamkollegen-Crash. Vettel verteidigt. Vettel verteidigt. Ja, wir dürfen jetzt echt keinen Mist bauen. Aber er ist mal wieder kaum zu stoppen, der Kollege. Und Ferrari ist auf jeden Fall auf diesem Kurs bei diesem Rennen eine Übermacht. Zumindest gegen Mercedes. Mercedes hat fast keine Chance, da mitzugehen. Schaut euch das mal an, die Abstände. Man sieht Mercedes schon gar nicht mehr. Bottas ist schon gar nicht mehr auf der Karte drauf. 6,6 Sekunden. Jetzt sind wir nah dran. Jetzt sind wir nah dran an Vettel. Klappt's dieses Mal? Die haben kaum mehr Überschuss. Ich will jetzt keinen Fehler machen. Keinen richtig dramatischen, fatalen WM-Fehler. Wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein. Ganz, ganz vorsichtig. Auch wenn jetzt hier das Ganze ein Duell zwischen Ferrari wird. So, und jetzt kommen ein paar Überrundungen noch ins Spiel. Van Dorn ist da. Wir gehen vorbei an Vettel. Wir sind fürs Erste wieder vorbei. Vettel ist immer noch ganz, ganz dicht dran. Vettel wieder mit dem DRS-Angriff. Leclerc ist im Weg. Leclerc, da kriegen wir das DRS normalerweise von Leclerc und können uns nochmal verteidigen gegen Vettel. Es ist echt sehr unangenehm, was hier passiert. Was macht Leclerc? Fährt er neben die Strecke, da ist Vettel wieder. Ja, wir können jetzt nicht das riskieren. Wir können das jetzt nicht riskieren, um da jetzt wirklich um den Sieg zu fahren. Junge! Alter, was geht denn hier ab? Das können wir uns jetzt wirklich nicht leisten als Ferrari. Team, ihr müsst einschreiten. Team, was machen denn die Teams hier? Wir müssen wieder ein bisschen Sprit sparen. Ist die Frage, gehen wir jetzt schon rein oder in der nächsten Runde? Wir nehmen vielleicht noch einmal DRS mit von Vettel, der jetzt schon wieder vorbeigeht. Junge, das war gerade ein sehr riskanter Moment. Da haben wir vielleicht eventuell sogar fast die WM ganz weggeworfen. Und Bottas und Hamilton sind wieder im Kampf. Jetzt ist die Frage, kommt Hamilton vorbei an Bottas? Wo sind die beiden? Bottas, Hamilton. Tauschen gerade die ganze Zeit wieder die Plätze. So, wir schalten wieder auf Standard. Haben nochmal DRS. Bottas ist vorbei. Bottas im Moment immer noch vorbei. Wir müssen jetzt reinkommen. Box, Box in dieser Runde. Reifen sind schon wieder tot. Einmal DRS noch mitnehmen. Hamilton vorbei. Hamilton vorbei, aber 7 Sekunden sind's. Wir sind so nah dran geblieben, wie es nur irgendwie geht an Vettel. Haben sogar nochmal DRS und wir fahren mit DRS in die Boxengasse rein. So, und jetzt auf geht's. Der zweite Stop. Zweiter und letzter Boxenstop. Hamilton ist auf jeden Fall vorbei an Bottas. Wird wahrscheinlich auch vor Bottas bleiben, so wie es aussieht. Hat sich dann doch durchsetzen können. Sehr, sehr schneller Stop. Guter Ferrari-Stop. Und so wie es aussieht, sind beide Mercedes auf der gleichen Strategie. Ricardo auf der 4. Da kommt Bottas auf der 5.
Bottas ist in der Box. Bottas auch in der Box. Das heißt, wenn wir jetzt Glück haben, haben wir jetzt relativ freie Fahrt. Wir müssen auf jeden Fall eine gute Outrunde fahren. So, und da haben wir einen McLaren, der uns vorbeilässt. Ricardo auf der 3. Wir fallen zurück auf Platz 4. Ricardo mit 4 Sekunden. So, wir müssen jetzt nochmal pushen. Denn Vettel ist jetzt in der Box. Wo kommt Vettel raus? Da ist Hamilton. Hamilton in der Box. Und da kommt Vettel schon wieder raus. Vettel schon wieder am Ausgang der Boxengasse. Junge, das kann mir noch keiner erzählen. Was hat der schon wieder für einen abartigen Speed drauf? Das gibt's ja wohl nicht. Der ist schon gar nicht mehr drauf. Der biegt da vorne ab. Er biegt vorne um die Kurve ab. Und der Abstand ist 4 Sekunden. Vettel hat alles aus dem Overcut rausgeholt. Und irgendwie funktioniert der Undercut nicht richtig gut. Hat beim ersten Mal schon nicht geklappt. So, und jetzt haben wir Sirotkin da vor der Nase, der uns vorbeilassen muss, Junge. Also Vettel ist mal wieder die Übermacht, die es zu schlagen gilt. Und da hinten ist Mercedes. Die beiden Mercedes kämpfen immer noch, nach wie vor. Also da ist noch nichts erledigt. Wir sind jetzt in Runde 27. 6,4 Sekunden sind's. Wir kommen irgendwie nicht richtig näher an Vettel ran. Also Vettel gewinnt da eher noch mehr Zeit. Wir gewinnen aber deutlich Zeit auf Perez. Perez aktuell auf Platz 3 mit 8 Sekunden Rückstand. Der ist auf den Hardreifen, also auf den Medium. Und der wird wahrscheinlich die beiden Mercedes jetzt ordentlich aufhalten. Ich weiß nicht, ob er das noch die Runden durchsteht, um vielleicht sogar aufs Podium zu fahren. Wahrscheinlich aber eher nicht. Ich glaube, da wird Mercedes auf jeden Fall vorbeikommen können. Aber es ist genug Puffer, um auf jeden Fall vor Mercedes in diesem Rennen zu bleiben. Aber Vettel, der macht uns hier das Leben schwer um die WM. Und beide Mercedes sind immer noch im Kampf. Bottas vorbei an Perez auf den härtesten Reifen. 12 Sekunden aber der Rückstand mittlerweile. Und Vettel ist immer noch bei 6 Sekunden. Das heißt, wenn jetzt Bottas sich wehrt gegen Hamilton, dann sind es trotzdem gute Punkte. Auch wenn jetzt hier bei Ferrari die Team-Order komplett versagt. Hamilton jetzt wieder vorne. Oh mein Gott. Da können wir jetzt eigentlich nur zuschauen. Wir können nur zuschauen. Wir sind eigentlich nur im Moment Zuschauer der ganzen Action hier auf der Strecke. Hamilton wieder vorne. Hamilton auf Platz 3. Also die Team-Order hat ja mal richtig versagt jetzt in diesem Rennen. Wir haben es bis auf 3,6 Sekunden wieder rangeschafft. Mit voller Motorleistung. Und Vettel gehen langsam, aber sicher auch ein bisschen die Reifen aus. Aber wir sind schon in der letzten Runde. Aber wir haben Mercedes komplett zersägt. 21 Sekunden sind's auf Hamilton. Bottas ist leider nicht mehr vorgekommen. Das heißt, wir werden doch nicht so viele Punkte wieder gut machen, wie eigentlich erhofft. Also bei Mercedes hat das mit der Strategie und mit der Teamorder etwas besser funktioniert. Denn Vettel wird unangefochten sich diesen Sieg hier holen, biegt jetzt ab in die letzte Kurve, 3,2 Sekunden sind es und da können wir noch so viel RS rausballern, wie wir wollen. Runde 36, wir machen das Doppelpodium für Ferrari klar, allerdings in der falschen Reihenfolge. Da ist die Zielflagge. Und Junge, es wird das letzte Rennen. Das letzte Rennen entscheidet alles. Ja, er hier, er hat die Strategie etwas verkalkuliert. Der falsche Sieger, der eigentlich oben steht für die WM. Und Hamilton mit der Schadensbegrenzung. Und Ferrari ist auf jeden Fall jetzt sicher Konstrukteursmeister. Den Titel haben wir schon mal. Ja, aber das wird ein aufregendes Finale werden. Die Frage ist nur, welche Rolle spielt Vettel bei der ganzen Geschichte im Finale dann. Der WM-Titel zögert sich also bis zum letzten Rennen raus. Das ist das Ergebnis des Rennens. Es gab einen Ausfall mit Lance Stroll. Und dadurch, dass Hamilton jetzt dann doch Dritter wird statt Vierter, schauen wir mal auf die Rangliste drauf. Es sind 4 Punkte. 4 Punkte, das heißt, ein Sieg entscheidet über die WM, wenn Lewis Hamilton Zweiter wird im letzten Rennen in Abu Dhabi. Und hier ist die Konstrukteursmeisterschaft schon entschieden. 65 Punkte Vorsprung für Ferrari. Ferrari macht alles klar. Da geht auf jeden Fall eine Gratulation ans komplette Team raus. Und wir entscheiden das Ganze im Grande Finale. Seid wieder am Start in der letzten Folge dann. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.